Und Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen. Ich habe fast den Chat vergessen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Create Life 3. Freunde, heute wird es wild. Heute haben wir wunderbare Dinge vor. Unsere Twitch-Menschen sind wieder sehr, sehr vorbereitet. Sehr gut am Start. Wir haben letztens Gedichte von euch bekommen. Gedichte waren Wunderbärchen. Jetzt sind wir wieder am Zug. Wir lassen uns was einfallen. Wir werden bald live im Twitch-Chat für euch ein Gedicht vorbereiten. Und dann wird das geil. Das wird ein absolutes Träumchen. Aber wartet kurz. Wir haben gerade kurzerhand eine Choreografie für euch einstudiert. Schaut euch an, wie wir am Tanzen sind. Links, rechts, Jamie's hier, zack, Arm nach oben, dann Ausfallschritt nach links. Boah, es ist ein, sagt ehrlich, also ich weiß ja nicht, wenn das kein Lob wert ist, wie wir hier unsere Tanzchoreografie gemacht haben, dann weiß ich aber auch nicht, Freunde. Jetzt seid ihr wieder am, ihr seid wieder am Zug. Ihr seid wieder am Zug in den Kommentaren. Lasst mich sehen, wie ihr tanzt. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das machen wollt, aber irgendwie kriegt ihr das bestimmt hin. Okay, heute ist Enderöffnung in Create Life. Das heißt, wir werden heute den Ender Dragon töten und wir werden heute natürlich endlich eine Lytra bekommen. Wir fahren noch eine für Stegi mit, vielleicht sogar auch für Peter, also für Debitor. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und damit wir uns im End cool vorbewegen können, brauchen wir Rockets. Wie ihr vielleicht wisst, war Create Life 2 Rockets mein großes Ding. Wir hatten ja unsere Creeper-Farm, wir hatten diese OP-Rakete, die alles gewonnen hat und sowas. Das machen wir heute noch nicht, obwohl wir das vielleicht sogar auch angehen könnten. Sondern wir machen uns heute erstmal normale Raketen und dafür eine kleine, simple, improvisierte, schnelle, geile und hoffentlich sehr effiziente Creeper-Farm unter unserer Base, kombiniert mit einer Zuckerrohr-Farm in absoluter Create-Fashion, wie sich das nur gehört. Wird eigentlich super simpel. Wir bauen uns ein Loch mit dem Infinity Wand, machen da unsere Creeper-Spawn-Etagen rein, wir machen Zuckerrohr damit rein, haben eine große Create-Contraption, die die ganze Zeit Spin-Around macht und ja, dann kriegen wir eben damit unsere Dinge. Das wird wunderbar, hoffentlich. Das heißt, wir graben jetzt erstmal irgendwo ein Loch und dann kümmern wir uns um den Rest. Loch ist vorbereitet und jetzt wird Infinity gewandet, Freunde. Wir brauchen gleich noch ein cooles Layout für unsere Carpets, damit da keine Spinnen spawnen können, aber... Oh. Das Coole ist, dass der Infinity Wand praktisch auch die Form beibehält. Das heißt, wir können einfach, wenn wir das hier haben, genau die Form auch abbauen und nach unten fortführen. Und dann können wir einfach super fast... Infinity Wand ist viel zu OP. Sind wir ehrlich, Infinity Wand ist zu strong. Genauso wie die Backpacks. Ganz, ganz großes Desaster. Wir müssen ein Votum starten, dass die Dinger rausgenommen werden. Nee, aber für jetzt holen wir uns einfach mit dem Ding hier nach unten. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich habe das Gefühl, es wird relativ schnell gehen, um ehrlich zu sein. Wenn wir diese Sachen hier haben. Und dann ziehen wir gleich die Etagen rein. Aber für jetzt... Alright. Freunde, unsere Basic-Etagen stehen für die Farmerinski. Ich habe gerade... Also dieser Wand ist wirklich... Der Wand ist lächerlich strong. Wenn ihr gleich seht, wie schnell wir mit diesem Wand einfach diese Trapdoors an die Etage setzen können. Das ist ja nicht mehr normal. Warte, wir gehen mal ganz kurz nach oben und holen uns ein bisschen Holzzeug. Warte, wir markieren das mal ganz kurz. Wir müssen einmal die Baumform anhalten. Gerade sind keine Bäume da, das wäre sogar ganz gut. Dann können wir die mal leer machen. Oh, wahrscheinlich liegt da sogar überall Zeug rum, oder? Ja. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, die ist voll, wenn ich das mal so sagen darf. Boah, traumhaft. Oh my Lord. Wir haben endlich mal Holz auf Tash. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Und wir machen die Trapdoors und sowas. Und jetzt einmal ganz kurz Demonstration. Etage fertig. Bro, das ist halt echt crazy. Genau, und hier kommt ja dann später Zuckerrohr hin. Ich weiß nicht genau, wie viele jetzt haben. Wir können theoretisch noch mehr nach unten extenden, wenn wir das noch wollen. Und sonst schnappen wir uns jetzt schon mal Wolle. Die brauchen wir noch ein paar. Und dann teilen wir die überall auf, damit da eben keine Spinnen spawnen können, sondern nur die Creeper. Das hier ist Layout für unsere Teppiche, Freunde, damit keine Spinnen spawnen. Wir dürfen nur keine 3x3 Flächen haben eigentlich, ist so das Main-Ding. Ich bin mit dem hier nicht so ganz zufrieden, weil hier in der Mitte normalerweise Trapdoors sind, wenn man die Farm mit Katzen baut. Aber wir bauen die natürlich mit Crate. Deswegen schwierig. Aber das können wir jetzt einfach beibehalten. Das heißt, wir machen hier immer überall die ganzen Teppiche hin. Dann haben wir den hier. Genau. Und der geht dann eben so komplett weiter. Und dann... Stimmt das hier? Ja, das stimmt. Okay. Das Ding würde dann praktisch verhindern, dass keine... dass Spinnen spawnen und so könnten nur noch Creeper spawnen. Und die wollen wir dann eben später irgendwie runterbekommen. Ich glaube, wir machen das ähnlich wie letztes Jahr, dass wir so einen Slot machen, wo die Creeper... Wir machen so ein großes Spinny-Boy-Ding, welches sich drehen kann. Dann machen wir das noch größer vielleicht, oder? Und dann würden wir so einen Slot machen, irgendwo hier, wo die Creeper dann später runterdroppen. Und auf der anderen Seite auch noch meinetwegen. So.
Und ganz unten werden sie praktisch getötet. Lass uns das nur machen. Ich glaube, das ist ein guter Call. Teppiche stehen. Wir haben jetzt hier an der Seite noch solche Barriers hingemacht, damit praktisch die Creeper dagegen gehen. Also, dass hier keine Spins spawnen. Und die Creeper werden dann hier gegengeballert oder darunter. Und dann fallen sie und unten dann Pepe tot. Jetzt brauchen wir ein paar Linear Chassis. Haben wir sogar hier schon welche da. Doch, Linear Chassis sind der Way to go, glaube ich, ne? Oh, Wolle. Wer braucht halt eigentlich noch Wolle? Oder Sails. Eins von den beiden. Da müssen wir gleich gucken, wie wir das am besten bauen. Und dann brauchen wir einen Windmill Bearing. Dieses Ding, denn unsere Farm besteht praktisch aus einer Windmühle. Also die produziert selbstständig Energie und ja, damit spawnen dann praktisch die Creeper, beziehungsweise die Creeper werden nach unten geballert. Das Ding ist halt nur, wir brauchen hier irgendwo, ja, wir machen das glaube ich so weit hoch, wie das irgendwie geht. Wir müssen uns auch beeilen, weil in legit 35 Minuten macht das End auf und bis dahin wäre es halt schon ganz cool, wenn wir ein bisschen was an Gunpowder hätten. Sonst brauchen wir das für später nochmal. Wir machen das Ding hier hin und jetzt Linear Chassis eben nach oben. Machen wir einfach so, diesen Ding hier. Drehen wir den mal ganz kurz. So, dann können wir die nämlich hier setzen und die sind immer in die richtige Richtung gedreht. Und jetzt brauchen wir halt Wolle oder irgendwas anderes, welches wir dann hier dran setzen können, damit die Dinger halt auch wirklich als, ja, als Windmill sehen. Wir können sogar den Rest irgendwie, also können viel aus Cobblestone machen und nur an die Enden eine Windmill. Da müssen wir gleich mal schauen. Aber jetzt gehen wir erstmal mit denen hier komplett nach oben und dann schauen wir, ob das fit geht. Bis hierhin und hier oben drauf machen wir dann das hier und das Ding wird dann praktisch eine Sugarcane Farm, in der wir mit Harvestern die Sachen abernten. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal ganz kurz Wolle. Die holen wir uns am besten auch irgendwo von oben. Müssen wir nochmal gucken und dann sind wir eigentlich fast fertig mit diesem Teil, ne? Wir schnappen uns jetzt schon ein paar Blöcke. Machen das hier so, zack, there we go. Dann machen wir auf die hier Kleber an die beiden Dinger dran. Das machen wir zu Holz. Und ganz ans Ende, müssen wir gleich schauen, wie viel, ganz ans Ende machen wir jetzt Wolle. Wir gucken gleich mal, ob wir zwei oder eine Wolle brauchen bei den Dingern. Und dann, huch, Hilfe. Je nachdem, wie schnell sich das Teil da wirklich drehen soll und wie viel Energie wir produzieren müssen. Und wir gucken hier, auf welche Range wir das einstellen. Auf 6. Okay, dann würde sich alles mitdrehen und das wäre halt ein Traum. Das heißt, eigentlich sollte sich das Ding jetzt schon, er braucht 8, ne? Genau, er braucht 8 Wolle insgesamt, damit es sich drehen würde. Und dann wären wir schon set. Der Test kann beginnen, Freunde. Wir haben die Dinger dran. Es dreht sich. Geilo. Und ich glaube, ich finde die Geschwindigkeit, wie es sich dreht, sogar ganz cool. Also das Ding würde sich jetzt eben hier langsam drehen. Und wenn hier ein Creeper spawnt, dann kommt eben dieses Ding hier an und schiebt den Creeper praktisch hier runter. Und wenn wir das Ding jetzt noch schneller haben wollen, dann können wir einfach mehr Wolle dran machen. Dann würde es sich halt ein bisschen schneller drehen. Aber soweit wäre das jetzt schon mal sehr gut. Wir halten es jetzt gleich nochmal an, sobald es eine halbe Umdrehung gemacht hat. Ich glaube, ich würde nämlich noch ein bisschen mehr Wolle adden. Wahrscheinlich oben oder sowas dann, glaube ich. Damit das ganz cool wäre. Hilfe! Zack, so, damit wir nichts kaputt machen. Und für ganz oben brauchen wir natürlich noch Harvester. Also diese Dinger, die kennen wir auch von unserem Mähdrescher. Die praktisch für uns Sugarcane abbauen. Da brauchen wir noch Water und so drin. Aber dann sind wir ready und dann können wir hoffentlich gleich ein paar Mobs spawnen. Windmühle steht basically. Jetzt kommen wir auf die Seite hier noch. Unsere, da können wir keinen hinmachen, das ist ein bisschen doof. Da müssen wir ganz kurz die Blöcke austauschen, dann geht das. Da kommt jetzt unsere Harvester noch dran, damit wir da eben gleich in die Richtung unsere Sachen abbauen können. So. Und hier drüben wollen wir das, wie gesagt, auch. Machen wir den hier und den hier. So, und dann würden jetzt auf beiden Seiten immer die ganzen Dinger abgebaut werden. Kleber können wir einfach so wieder rausnehmen. Da ersetzen wir einfach ganz quick diese beiden Dinger hier, die, oh nein, verdammt, die Harvester kann man leider nicht an einen nicht solid Block machen, aber man kann die praktisch, ja, so wie das hier ist, einfach an einen solid Block und dann danach ersetzen, wo die dran waren. Und dann würde das Ganze auch funktionieren. Dann sieht schon um einiges cooler aus, so. So, okay, und dann fehlt nur noch Zucker und die Farm ist fertig. Banger! Vorne, Farm ist eigentlich active, jetzt gerade. Zuckerrohrteil fehlt auf jeden Fall noch, aber alles andere sollte soweit jetzt stehen. Jetzt müssen nur noch Creeper spawnen. Das ist nur noch der nächste Part. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das Ding hier ein bisschen ineffektiv ist für das, was wir jetzt gerade gebaut haben. Wir werden gleich mal gucken. Wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen laufen, gehen schon mal nach oben. Aber die Creeper sollten jetzt halt einfach nur nach unten kommen. Unten müssen wir noch irgendwie einen Killing-Mechanismus machen. Das wäre auch noch ein absoluter Traum. Aber sonst behalten wir das einfach mal so grob ein bisschen im Auge, ob die ein oder andere Creeper-Kreatur da unten drin spawnen wird. Und dann machen wir unten einfach nur irgendwie was mit Barrels, glaube ich. Wir machen unten die Energie entlang,
damit Bells und dann töten wir damit die Creeper mit Bohrern. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Das war, glaube ich, ganz cool. Es ist soweit. Unsere Farmer hat absolut gar nichts abgeworfen. Also da, die müssen wir nochmal laufen lassen. Ich hoffe, die anderen haben ein paar Raketen oder sowas gleich dabei. Ey, aber Max sieht so cool aus. Wir haben gerade noch kurz überlegt, ob wir uns irgendeine Create Contraption machen können. Also würde auch gehen, haben wir jetzt aber nicht gebaut. Die uns praktisch Wege bauen kann übers Void. Aber ja, wir haben jetzt gerade erstmal einfach sowas gemacht und chillen damit jetzt erstmal. Und dann fatzen wir jetzt rüber zu den anderen. Und dann geht's gleich ins End. Wir haben Basti Zock nicht dabei, aber haben wir... Nein. Ende Augen. Was? Da ist ja nicht mal ein Auge. Saved. I know. Saved. Es geht rein, Freunde. Träumchen. Nice. Hä, was? Okay. Bei mir war alles in Ordnung. Das sah sehr, sehr komisch aus. Ja, dann weg mit dem Kollegen. Ich hoffe, das geht klar. Oh mein Gott, diese Sounds. Okay, let's go. Ich komm gar nicht dahin. Carsten hat einfach schon alle gemacht. Sag ehrlich, wie clean war der denn gerade? Boah. Das Aim eines Meisters. Ey, das war insane. Nee, der ist jetzt wirklich weg. Kann man auf jeden Fall treffen. Das sind wir. Ganz klar. Oh, Take Aim. Sehr stark. Aha. Ja, aber Ender Stringlings haben die plötzlich Boomerang und so. Ich meine, das kann man jetzt auch mal beim Enderdrachen machen. Irgendwas abschießen. Let's go! Yo. Strong! Geil! Wo Spark? Gebührt das String Egg? Okay. Nein! Nein! Ich wollte mich gar nicht durch. Das Drachenei! Ich auch nicht. Ich wollte nur die Level. Wo ist das denn? Ich kenne euren Plan schon. Ich habe euch vorhin die ganze Zeit zugehört. Ist aber deins. Ich gehe einfach ins Endgateway und macht mir den Ding, was ihr wollt. Da würde ich aber auch mitmachen. Ja, wir haben es, Mann. Nee, aber wir geben es actually Spark, glaube ich. Da haben wir jetzt den Hydra gefetzt, Freunde. Mal gucken. Oh, ich habe... Okay, wir machen gleich noch einen anderen Boss, aber... Da haben wir Heck, Freunde. Nee, actually, was soll ich jetzt sagen? Wir haben uns noch eine Maschine gebaut, mit der wir fahren können. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin actually sehr gespannt, ob wir mit dem was machen können. Also wir haben uns noch, ne, dann müssen wir keine Brücken bauen, sondern wir können einfach fahren. Und das wird irgendwie wild, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Wir beschwören jetzt gleich einen Voidworm, ein neuer Boss praktisch, den es hier mit dazu gibt. Ich bin sehr gespannt, wie stark der ist. Der richtig geil, weil er praktisch, oh Gott, Blizzard ist, glaube ich, dabei. Kann man eigentlich losgehen? Das Ding eigentlich ist ziemlich sick, weil man daraus diesen Dimensional Carver bauen kann. Ich laufe. Und das Ding kann praktisch ein Portal erzeugen, was einem immer wieder zurück zu seinem Spawnpoint bringt. Komplett ridiculous, werden wir später irgendwann nochmal brauchen. Ich bin, sehr gespannt, aber jetzt gucken wir erstmal nach dem Wurm und dann fatzen wir los zu Lytra mit unserem Bridge-Builder. 2, 1, go! Go! Oh okay. Gott! Oh, oh! Was passiert jetzt? Was passiert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the hell ist das denn? Yo! Wo sind die? Boah, wer ist er denn? The fuck? What? Yo, okay, Dad, Dad. Was? How? Wie bist du so schnell tot? Wie schnell war ich denn tot? Du hattest kein Helm an. Ja, was für Helm, als ob der irgendwas ausmacht. Du hast doch Helm von dir. Ey, ich wünsche euch viel Spaß mit den Würmern, Jungs, ne? Good luck. Es leckt auf den Grund. Wir waren geteilt. Oh, hier ist ein Portal. Sollten wir da rein? Lieber nicht. Oh, ich mach trotzdem. Nee, ich mach lieber nicht. Oh, ich will es irgendwie machen. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, da reinzuspringen. Kann ich überhaupt angreifen, die Viecher? Das kann es wieder klimmen. Das macht nicht viel Schaden. Habt ihr schon? Das geht so ab. Die werden kürzer, ne? Ja, nee, wir teilen sie nur auf, oder? Also, wir sind, glaube ich, schon am Gewinn oder so. Oh, der eine ist fast tot. Nein. Ich hab einen, glaube ich. Ich hab einen. Oh, gut. Okay. Ja, nice. Man, actually, sterben sie for real, ne? Yo, ja, ey, cool. Mein Grabstein ist irgendwo in der Luft, glaube ich, oder? Oh, den will ich. Komm runter. Da oben ist mein Grabstein. Hat jemand Blöcke? Bebeboom. Sind die schon alle tot? Hat alle Bumi getötet? Hä? Ich glaube, ich hab alle getötet. Heiko, Bumi, was bist du für eine Maschine? What the fuck? Chillig, okay. Nach diesem wunderschönen Wurm geht es jetzt für uns auf, in der Hoffnung, ein bisschen, wartet, pass auf, ein bisschen Brücken bauen zu... Imagine, das wär's gewesen, Alter. Mein Minecart fährt gerade nicht, mein Ofen-Minecart ist stuck, das ist ein bisschen Pebell. Perfekt.
Das war's mit meinem Minecart. Okay, ich meine, also der Bridge Builder würde funktionieren. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor dem Kollegen. Ich habe auch ein bisschen Angst vor den Dingern, ob die mich angreifen oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Naja, wir lassen ihn einfach mal fahren. Wir gucken, wo wir rauskommen, nicht? Unser Ding ist sehr erfolgreich bis jetzt. Wir haben hier vorne sogar eine City. Ich weiß noch nicht, ob sie ein Schiff hat. Das werden wir gleich hoffentlich sehen. Aber wir sind actually ein paar Blöcke gekommen. Ich glaube halt, normal zu bauen wäre schneller gewesen. Aber ist ja nicht so cool gewesen. Das muss man dann auch mit dazu sagen. Okay, ja, wir gucken gleich mal, ob die, ne? Ob das hier mag. Um Gottes Willen, Alter, meine Contraption hat mir gerade mein Ass gerettet. Hilfe! Oh, ich habe irgendwie einen Enderman angeguckt. Aber die Contraption hat einfach runtergeschubst. Ey, es ist nicht nur Bridge Builder, es ist auch Enderman Abwehrer. Ja, aber erste Festung ist cool und beim Rest, da können wir dann gleich gucken. Okay, wir sammeln das Ding jetzt ein, oder? Hä? Zack! Here we go! Okay, bist du ready? Okay. 3, 2, 1, los! Ach, du hast gewispert! Okay, dann müssen wir nochmal neu machen. Wir können auch einen öffentlichen Chat machen. Oh, gut. Okay, 3, 2, 3, 2, 1, los! Ah! Jawohl! Nice! Ah, Mann! Oh, Junge, das war spannend, aber das war spannend. Ja, Max, ja. Ich bin ehrlich, hätte ich verloren, hätte ich Best of 3 gesagt. Soll ich so fliegen und gucken, ob ich für dich eine finde? Wäre, glaube ich, ganz gut, weil ich habe nicht so Bock über den Void, da ich mich jetzt so bridgen und so. Okay. Wir haben unsere neue Elytra-Freunde. Elytra Number 2 ist am Start. Dass wir aber von denen hier irgendwas mitnehmen wollen. Die ist actually bockig irgendwie, ne? Ah, ist Quatsch sonst. Guck mal, zack, packen wir ein. Second Elytra. Wir brauchen noch mehr. Wir haben jetzt eine für Max, aber wir brauchen noch welche für Stagoberto und für Peter. Für Debitor. Wäre auch clean. Ich weiß gar nicht, ob Peter vielleicht sogar gerade sucht. Wir haben die nächste Lüter, Freunde. Die ging relativ fix. Das ist Nummer 3 von 4. Es ist ein Banger. Hello there. Pepe tot. Und Elytra for us. Geilo. Gucke mal. Oh. Ui. Ui. Ein Feini. Geil. Sehr gerne. Hast du noch ein paar Rocket Spare oder hast du nur noch die von vorhin? Ja, ich hab, ich könnte dir noch mal einen halben Stack geben. Okay, ich glaube, das ist geil. Wir haben Festung Nummer 3, Freunde. Das ging so quick. Wir sind gerade einmal kurz aus dem End raus. Oh, hello there. Wir sind gerade einmal kurz aus dem End raus. Und einfach sofort, das erste Ding, was wir gefunden haben, war Festung. Super random. Also, ich will mich nicht beschweren, ne? Aber trotzdem crazy. Ich glaube, wir haben gerade was sehr Cooles gefunden. Eine neue Festung. Und hier vorne, hier drüben, war gerade, hier ist irgendwo so ein Slime. Oh mein Gott, wir müssen zu dem hin. Das ist so eine Mimik, die scheinbar was sehr... Hier, dieser Slime. Der Slime mimikt uns. Das heißt, er nimmt unsere Waffen und unsere Rüstung und sowas an. Und damit müssen wir dann praktisch gegen ihn kämpfen. Und dann kann er irgendwie insane Stuff droppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was. Irgendwas, mit dem wir Sachen duplizieren können oder so. Ey, müssen wir gleich mal gucken. Wir töten den auch safe mit... Was könnte der droppen? Vielleicht das hier? Mimicream? Was kann man damit machen? Den Schematic Table. Man braucht Mimicream für den Schematic Table? Hä? Warum denn das? Und den Blaster. Was auch immer das Ding kann. Okay, aber dafür brauchen wir noch sehr viele andere Dinger. Das müssen wir noch rausfinden, was der Kollege hier vorhat. Ich glaube, wir kämpfen mit dem Bogen gegen diesen Mimicube. Damit soll der nämlich wohl auf jeden Fall machbar sein. Oh mein Gott, Alter, wie viele... Oh my Lord. Okay, das wird wild. Okay, Chef, wir haben den Slime gefunden. Warte, wo ist er? Ist er hier drin? Ja, das ist er. Er hat es gerade... Ah, hey, Bro, chill. Wie schnell ist er denn drauf? Dude! Er kämpft halt mit der Waffe, die wir haben. Das heißt, er kämpft halt praktisch mit unserem Netherite-Schwert, wenn wir das in der Hand hätten. Wenn wir ihn damit hätten. Aber mit Boomerang kann er nicht zuhauen. Da kann er nur Melee-Damage machen. Und dadurch können wir... Tot. Ich laber so von dem krassesten Endboss, der uns gleich komplett hops nimmt. Aber die Leute sind halt legit daran gestorben. Ja, geil. Dann haben wir die jetzt. Cool. Es wäre cool, wenn wir noch eine zweite hätten. Also wenn wir nochmal so einen Slime finden oder so, dann nehmen wir das, glaube ich, noch mit. Hä? Aber Max und so?
sind da halt richtig krass dran gestorben. Aber halt, ich glaube, wenn man da mit Rüstung gegen den fightet, dann ist er wahrscheinlich sehr strong. Mit Schwert oder so. Dass er dann schon einiges an Schaden macht. Wir gehen nochmal zu dem anderen rüber und gucken, ob da nochmal so ein Slime ist. Weil dann wäre cool, maybe. Wir haben den nächsten Freunde. Er ist gerade schon prepared. Auf hier unten angelehnt. Wir ziehen wieder Chestpit an. Irgendwie würde ich schon gerne mit Schwert auch gegen ihn fighten, aber... Hä? Okay, der hat gar keine gedroppt. Wie schnell war der denn jetzt tot? Wieso ist der jetzt so schnell gestorben gerade? Ah, vielleicht hat er voll Damage bekommen. Ja, wild. Freunde, schaut mal, wer sich hier in seinem Boot befindet. Achtung! Au! Was ist denn mit ihm los? Hä? Yo, chill! Wie sauer! Wieso ist der so sauer? Oh mein Gott! Okay, warte, ich wollte mir eine Schalkerbox craften. Obacht! Los Debitores! Bam! Yay! Gerne! Hammer, okay. First Delivery ist abgeschlossen, Freunde. Dann ist next für Mrs. Stergo ab nach hier drüben. Zweite Delivery. Bam! Er legt in den Ding, da soll er nicht rein. Und Elytra für Stegis am Start. Hammer. Ich lieb's. Wir haben jetzt auch zwei Stück Spare. Das heißt, theoretisch, ich weiß nicht, ob Pixel eine brauchen willst oder brauchst du eine Elytra? Das kann der Umstände, mach gerne. Oh, strong. Dann machen wir nochmal eine Elytra Delivery. Oh, das ist so der Wahnsinn. Zack, wir fliegen los. Buenos Dias. Nicht gefunden. Nice. Okay, cool. Das heißt, wir haben jetzt eine einzige Elytra Spare und der Rest wurde delivered. Das ist sehr, sehr nice. Wir haben unsere Mimic. Mit dem bin ich sehr gespannt. Wir müssen uns unbedingt auch noch diesen Voidworm angucken, weil wie gesagt, mit dem Voidworm können wir diesen Dimensional Carver machen und mit dem kann man sich immer zu seinem Spawn zurück teleportieren. Ist halt insane geil, wenn wir irgendwie, ne, wenn wir weiter weg sind, irgendwie erkunden oder sowas und dann das hier haben. Und wir können jetzt mit der Elytra endlich Sonnenblumen suchen. Das war nämlich ein sehr wichtiger Call für Orange Dye. Das heißt, wir können damit jetzt mal ein bisschen schauen und auch endlich mal die ganzen Biome von Terralith hier ein bisschen cooler angucken. Generell die World Generation und sowas. Ich hoffe, dass unsere Creeper-Farm irgendwann noch funktioniert. Das wäre auch noch ein absoluter Traum. Aber sollte sie eigentlich, denn wir müssen ja nur so auf Undercover irgendwo ein bisschen hochbauen und dann können wir warten und ein bisschen chillen. Aber so far ist das sehr gut. Ich bin zufrieden mit der Mimic. Unsere Ausbeute sowieso relativ geil. Oh, hätten wir Felix für Rotpilz vielleicht noch eine. Wenn der eine will. Das wäre natürlich auch wild. Ja, und sonst haben wir jetzt endlich Elytra und können in Create fliegen.